Nun stehe ich da unter der Dusche, mache mir die Haare nass und mache das Shampoo in meine Hände, so eine großzügige Portion. Und verteile das, du kannst das laufen lassen, und verteile das auf den Kopf. Und dann habe ich schon gemerkt, irgendwie war das kühl. Da habe ich gedacht, na gut, vielleicht haben sie das so ein bisschen frisch gemacht, ja. Und noch während ich die Haare schamponierte, lief mir hinten am Rücken was runter von dem Schaum. Und da merkte ich schon, dass der Schaum auf dem Rücken irgendwie einen Juckreiz verursachte. Das killerte und juckte. Ich hatte sowas schon mal, als ich auf ein Produkt reagiert hatte, auf ein Duschgel. Ja. So. Naja, nun hatte ich das auf dem Kopf, dann habe ich das durchschamponiert, die Haare gewaschen, habe das abgespült und habe dann Spülung reingemacht und merkte aber, als ich mir die Haare abfrottierte danach, dass das schmerzte und dass das ganz empfindlich auf dem Kopf